Eine Mutter vermisst ihre Tochter und hat die 21-Jährige wochenlang auf eigene Faust gesucht, ohne Erfolg. Nun sucht die Alleinerziehende Hilfe bei Christian Reuter auf der Wache Köln-Mülheim. Also ihre Tochter ist, wie heißt die? Lena. Lena. So, und die ist 21? Ja. Und nachdem die dann ausgezogen ist, haben sie die, war immer noch Kontakt? Wir hatten anfangs wirklich sehr regen Kontakt. Regelmäßig hat sie sich gemeldet. Aber seitdem sie einen neuen Freund hatte, habe ich sie kaum noch erreicht und nachher gar nicht mehr. Ist aber zwischen Ihnen nichts vorgefallen? Nein, es war alles grün, also alles in Ordnung. Weil ich muss deswegen fragen, 21, ne? Ja. Ist erwachsen, vielleicht möchte sie ja auch im Moment keinen Kontakt mehr. Deswegen, Sie haben eben irgendwann gesagt, Sie haben dann auf eigene Faust irgendwie was gemacht. Ja, ganz genau. Also anfangs hatten wir ja noch so leichten Kontakt und dann habe ich ihr einmal angedroht, dass wenn ich jetzt nicht von ihr höre, wo sie sich befindet, würde ich die Polizei einschalten. Dann hat sie mir ein Foto geschickt, das kann ich Ihnen auch gerne zeigen. So, dieses Foto hat sie mir geschickt. Mehr Anhaltspunkte hatte ich nicht. Ich kenne dieses Haus nicht. Ich habe, meine einzige Möglichkeit war, dass in sozialen Medien habe ich das in verschiedenen Foren geteilt und habe gefragt, ob mir irgendjemand helfen kann, ob jemand irgendwie dieses Haus kennt. Ja. Und da habe ich eine Adresse bekommen und da bin ich dann heute Morgen. Okay, dann sagen Sie mal gerade die Adresse bitte. Das war die Regentenstraße 82. Und dann sind Sie dahin gefahren? Richtig. Und haben Ihre Tochter gefunden? Nein, leider nicht. Da kam jemand aus dem Haus, ein Mann, und den habe ich sofort angesprochen, habe ihm dieses Bild gezeigt von meiner Tochter. Er hat sich das angeguckt. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass der wie zusammenzuckte. Und der hat ganz aggressiv reagiert und hat mich, wie Sie sehen, wie ich aussehe, geschubst. Ich soll verschwinden und nicht wieder auftauchen, sonst wird er mich aufmischen. Und dann bin ich... Dann hat er zu Ihnen gesagt? Ja, ja. Also ich war auch, ich muss ehrlich sagen, ich hatte wirklich Angst vor ihm. Womöglich wollte der Mann verhindern, dass die Mutter ihre Tochter findet. Der Polizeihauptkommissar geht deshalb davon aus, dass die 21-Jährige wahrscheinlich gegen ihren Willen festgehalten wird und schickt Stefan Sindera und Arne Schneider zu dem Haus in Köln-Mülheim. Hey! Auseinander! Was soll das Ganze hier? Was soll das Ganze? Kommen Sie mal her! Was ist alles gut so jetzt? Nee, jetzt hören Sie mir mal ganz Meinung zu. Wie soll das denn auf uns sein, wenn Sie beide hier aus dem Haus kommen und findet hier eine halbe Prügelei statt? Ja, gut, wir haben uns ein bisschen in den Haaren gehabt, aber alles gut, wir kennen uns, wir sind Nachbarn. Das ist ja ein tolles, also ich wohne auch im Mehrfamilienhaus, also ich prügel mich nicht regelmäßig, wenn ich aus dem Haus komme. Ja, aber Sie haben doch auch Bekannte, mit denen Sie mal irgendwie aneinander geraten. Nee, habe ich nicht. In Ihrem Kopf herrscht wirklich dringend Handlungsbedarf. Und die erste Handlung, die Sie machen, ist mir, Ihre Personalien zu geben. Die Beamten vermuten, dass einer der angriffslustigen Männer zuvor die Mutter bedroht hat. Polizeioberkommissar Stefan Sindera ermittelt, dass die zwei nicht, wie angegeben, in dem Haus wohnen. Sie bleiben hier. Alles gut bei Ihnen? Alles gut bei Ihnen? Meine Güte, was ist Blödsinn laufen? Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Ich bin einfach tollpatschig. Brauchen Sie einen Arzt oder so? Sie haben jetzt Verletzungen im Gesicht, irgendwas an den Beinen, Armen, irgendwas gebrochen oder so? Alles gut. Warte, okay. 15:39 hört. Ich habe euch jetzt mal noch ein Foto von der vermissten Lena Schröder weitergeleitet. Ja, okay, gucken wir uns an. Wir haben auch hier eine junge Dame, die ist gerade irgendwie die Treppe runtergefallen oder runtergefallen worden. Das checken wir jetzt. Okay. Was ist das? Ist sie das? Ja. Sind sie doch, oder? Kennen Sie die junge Dame hier? Sieht Ihnen jetzt ein bisschen ähnlich? Ja? Nein. Kennen Sie die junge Dame? Was ist denn jetzt für ein Scheiß hier? Kennen Sie die? Also ich erkläre es Ihnen sofort. Ich wollte nur fragen, kennen Sie die junge Dame? Die haben wir nie gesehen. Nicht. Also, die Mutter von der jungen Dame war heute Morgen hier. Ja, sie vermisst die Tochter schon seit ein paar Wochen, hat einen Hinweis bekommen, dass sie sich hier aufhalten soll und wurde hier vor der Haustür von jemandem geschubst. Ja, die Beschreibung passt aber sehr genau auf sie. Worauf denn? Ihre Größe, ihre Kleidung, ihre Tattoos, das Goldkettchen.
Ja, das steht Aussage gegen Aussage. Ja, das heißt nicht, dass wir ihn glauben, das heißt aber auch nicht, dass wir jungen Dame glauben. Mhm. Wir ermitteln. Ja. Ja, und im Rahmen dessen würden wir gerne mal Ihren Ausweis sehen, genauso wie Ihren Ausweis. Ihren Ausweis. Warum ist das mein Ausweis? Ich brauche Ihren Ausweis, weil eine Straftat im Raum steht. Ja, ist doch gar nicht. Ich habe doch gar nicht gesagt, die Straftat. Also, die junge Dame wurde geschubst, das ist eine Körperverletzung, das ist eventuell eine Sachbeschädigung. Mhm. Ja, und die Dame sitzt bei uns und möchte eine Anzeige machen. Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, müssen Sie nicht. Doch, muss ich. Mein Name ist Bärbel Kröger. Ich wohne in der Regentenstraße 82. Mhm. So, folgendes. Regentenstraße 82? 82. Im Mühlheim? Im Mühlheim, ja. So, pass auf. Da bin ich gespannt. Also, ich wohne da im Erdgeschoss und so vor ungefähr 3 Monaten ist da über mir die Wohnung vermietet worden. So, und unser Haus war immer ein anständiges, sauberes Haus. Was jetzt da abgeht, wie im Taubenschlag, von morgens bis abends, 24 Stunden am Tag, da wildfremde Männer, ja, ne? Da müssen Sie sich aber an Vermieter wenden, ne? Ja, ich bin ja die Vermieterin. Ach so! So, wildfremde Männer, ich traue mich in meinem eigenen Haus ja nicht mehr, in ein Treppenhaus. Ja. Nur noch dubiose Typen, aber Sie müssen leicht bekleidete Mädchen. Und wissen Sie, was ich für einen Verdacht habe, dass in meinem Haus ein illegales Bordell betrieben wird. Und, aber Sie kennen den Vermieter doch, oder nicht? Ja, ich... Den Mieter. Ja, aber ich traue mich doch ja nicht mehr dahin. Wissen Sie, was da für schlechte Typen vor der Tür stehen? War der am Anfang nicht so? Nee, der hat sich als ganz lieber netter, ich meine, ja, sieht ein bisschen komisch aus, tätowiert und Piercing und so. Das ist alles im Laufe der Zeit, ist alles modern, alles gut. Ja. Hat sich auch schön bei mir vorgestellt. Junge Frauen auch, oder was? Junge Frauen laufen da auch rum? Ja, aber was für Frauen? Ich würde schon sagen, das sind Nütchen oder so was. Wie war Ihr Name? Ganz leicht bekleidet. Wie war Ihr Name denn noch? Bärbel Kröger mit K. Kröger. Und, aber dass da mal irgendwie so Theater ist, was Handgreiflichkeiten angeht oder so, haben Sie? Deswegen bin ich ja hier, deswegen bin ich ja auch so aufgeregt. Heute Morgen habe ich Schreie gehört, das hielt mir aber durch Mark und Bein. Und das ist nicht mehr normal. Frau Kröger, wenn Sie jetzt nach Hause fahren, ich lasse Sie jetzt gleich raus, wir haben, wir haben gerade einen Einsatz in der Regentenstraße. Da sind die Kollegen, die sind da. Ja, dann lud uns direkt vorbei. Genau so sieht es aus, so machen wir das. Ja, und wenn was ist, würden wir uns bei Ihnen melden. Guckt den Namen rechten. Ja, weil das ist nicht normal. Fahren Sie jetzt heim oder müssen Sie noch was erledigen? Sie sind einkaufen oder was? Nein, ich fahre jetzt direkt hin. Alles klar. Frau Kröger. Ich muss jetzt husten. Vielen Dank. Tschüss. Ja, zu danken. Und guckt Namen rechten. Machen wir. Sehen Sie gut. Danke. Ja, das ist natürlich jetzt auch schon seltsam. Ne? Wir haben einmal einen Einsatz, habe ich hier aufgenommen, vermisste Person in der Regentenstraße. Und jetzt gleichzeitig kommt hier die Frau Kröger rein und macht hier Angaben über verdächtige Personen an der gleichen Adresse. Da müssen wir tatsächlich mal der Sache auf den Grund gehen. Irgendetwas geht in dem Mühlheimer Haus nicht mit rechten Dingen zu. Wie gefährlich die Situation vor Ort ist, wird den Kommissaren schlagartig klar. 1531 hört. Ich habe hier gerade eine Frau Kröger auf der Wache. Die wohnt im gleichen Haus von eurem Einsatzort gerade und die hat den Verdacht, dass in dem Haus illegale... Hey! Waffe weg! Waffe weg! Pass auf den Boden! Auf den Boden! Hinlegen! Hinlegen auf den Boden! Auf den Boden legen! Hände auf den Rücken! Führt der festgenommene Mann wirklich ein Bordell in der Wohnung? Skrupellos genug scheint er jedenfalls zu sein. Stefan Sendera sieht sich nach der vermissten Tochter um. Hallo? Irgendwas. Hier sind wir ruhig. Alles okay? Ich habe sie gerade eben schon mal gesehen. Auf dem Handy sind die Frau Schröder, oder? Ja? Okay. Ist alles gut jetzt. Okay, Sie müssen keine Angst haben. Okay? Ich bin hier mit einem Kollegen. Der Herr, dem hier die Wohnung gehört, den haben wir gesichert. Ich weiß nicht, was der Ihnen angetan hat. Ne? Das wäre schön. Der hat mich gezwungen zu prostituieren. Ja? Okay, dann verdammt. Ich wollte auch, dass ich Kontakt mit meiner Mutter abbreche. Ich hatte auch kein Handy, hat mir alles abgenommen. Und wenn ich ihn verlassen hätte, wollte er meine Mutter umbringen. Echt? Damit hat er ihn gedroht und sie damit erpresst? Ja. Okay. Ich weiß jetzt ja gar nichts. Wir haben nur von der Wache den Auftrag bekommen, hierher zu kommen und mal nach dem Rechten zu schauen, weil vermutet wurde, dass Sie überhaupt hier sind. Ne? Weil Ihre Mutter ist bei uns auf der Wache, die macht sich furchtbar Sorgen und die vermisst Sie. Ne? Der Bordellbetreiber hatte die Tochter sogar gefesselt. Dabei spielte er der 21-Jährigen zuerst den fürsorglichen Freund vor. Stefan Sendera will die junge Frau sofort aus dieser Hölle befreien.
Wir machen das jetzt so, Sie ziehen sich jetzt was an, ja, ganz in Ruhe, dann kommen Sie zu uns und dann bringen wir... Sie sind im Nebenzimmer, die Sachen von mir. Okay, dann holen Sie sich die bitte, ja, das, und dann bringen wir Sie zur Wache. Ja, okay, okay, und jetzt keine Angst mehr. Ja. Ja. Du glaubst es nicht, ne? Ja, ich habe so ein bisschen mitgehört, das ist natürlich schon eine große Geschichte. Ne? Hey, Digga! Hey, 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 hey! Sie sind ruhig! Sie sind ruhig! Hey, 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 hey! Du blödes Arschloch, Alter! Halt die Fresse, du Hure! Ey, hey, Sie halten sich jetzt mal ein bisschen zurück hier! Was fällt dir eigentlich ein? Was denkst du, wer du bist? Sie sind jetzt mal ruhig, Kollege. Ey, von dir wir haben mir jetzt nichts mehr zu sagen. Blödes Arschloch, echt! Ja? Ach, du freie Fresse, halt bloß deine Fresse! Halt selber deine Fresse! Nein, bringen Sie, Sie auch mal raus, bringen Sie auch mal raus. Okay. Und jetzt verliert das Ganze hier noch. Ist alles okay? Ja. Okay. Ich meine, Ihnen alles gut? Nee, hallo! Ich lass Sie dann los, wenn Sie ruhig sind, ist ganz einfach. Kannst mir den Arsch schmecken. Sind Sie jetzt ruhig, dann stehen wir ganz normal auf und setzen Sie wieder hin. Wollen wir es so machen oder nicht? Sonst bleiben Sie so liegen. Ja. Okay, gut. Okay, dann einmal ganz normal wieder hinsetzen und Sie verhalten sich ruhig. Darüber müssen wir gar nicht groß diskutieren. Ne? Wir wissen, worum es hier geht. Das ist hier ein Puff, ne? So, ist es angemeldet? Wissen wir das? Ich denke nicht. Okay, ich meine, das kriege ich jetzt recht schnell raus. Machen Sie das hier freiwillig? Also die Dame, die hier nebenan ist, die macht das nicht freiwillig. Ja, ich weiß. Das wissen Sie. Ja, ich weiß. Er hat ja am Anfang halt immer schön... Halt die Fresse! Ruhig, habe ich Ihnen ja, noch gerade gesagt! Ey, Janine, was? Halt die Fresse! Ich schau dir aufs Maul! Und ich hab dich mal geliebt, dein Ernst? Ja, du hast mich geliebt, meine. Wir hauen die gar keinen mehr aufs Maul, weil jetzt erstmal einfahren wir uns. Das heißt, er hat mit Ihnen auch diese Loverboy-Masche abgezogen, ja? Ja. Sie haben sich in ihn verliebt und dann nach kurzer Zeit hat er sie dann auch geschlagen. Das heißt, vorhin sind auch nicht die Treppe. Nein, er hat mich runtergeschubst. Okay. Ja, jetzt möchte ich nochmal die beiden Herrschaften, die wir hier vor dem Haus getroffen haben, mit ins Spiel bringen. Der eine, man glaubt es kaum, für einen Wohnungspuff, es gibt tatsächlich einen Türsteher. Also der Herr Eilers. Und der hat davon Kenntnis gehabt. Das heißt, der wird auch davon Kenntnis gehabt haben, dass das Ganze illegal stattgefunden hat. Ja, Rotlicht ist ja, oder Prostitution ist nicht illegal in Deutschland. Nur das hier wurde illegal betrieben. Und er wusste auch, es handelt sich hier um eine Zwangsprostituierte. Und mit diesem Wissen ist er nicht zur Polizei gegangen. Das heißt, das werden wir natürlich auch strafrechtlich dann dementsprechend niederschreiben. Der andere Herr war ein Kunde, der konnte von all dem wohl nichts wissen. Von daher, wir haben seine Personalien, aber das wird wohl nichts weiter als ein Vermerk geben. Der Bordellbetreiber wird wegen Zuhälterei, Körperverletzung und Nötigung angezeigt. Auf der Wache Köln-Mülheim kommt es nun zu großen Emotionen. Denn die Polizeibeamten führen Mutter und Tochter wieder zusammen. Mein Gott, wie siehst du denn aus? Wo warst du denn so lange? Ich war bei Axel und habe den Kontakt mit dir aufgenommen. Wer ist Axel, dein Freund? Ja, der hat den Kontakt. Aber was hat er mit dir gemacht? Guck mal, wie du aussiehst. Gott sei Dank bist du wieder da. Arne Schneider klärt die Mutter behutsam darüber auf, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Mit Unterstützung der Alleinerziehende kommt die Frau über das Erlebte hinweg.